vor dem Hintergrund einer sich eintrübenden Konjunktur, sowohl in China als auch in Deutschland, werden natürlich wirtschaftliche Fragen eine große Rolle spielen. Da geht es dann auch um Fragen wie Marktzugänge, um das anstehende Investitionsschutzabkommen zwischen der EU und China. Und was natürlich auch alles überschattet, ist der Handelskonflikt zwischen China und USA, wobei man da natürlich ganz klar sagen muss, dass da für Deutschland keine Äquidistanz zwischen USA und China geben kann, sondern dass da Deutschland und auch wahrscheinlich die Bundeskanzlerin deutsche Anliegen in puncto Marktzugänge, Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen, Level Playing Field auch auf Drittmärkten, dass sie da eben verschiedene Anliegen einbringen wird. Dann gibt es auch natürlich aktuelle Dinge, wo man nicht einer Meinung ist, im Bereich Hongkong oder Menschenrechte, was sicher auch eine Rolle spielen wird. Und dann gibt es aber als dritten Block auch noch sehr viele Themen, wo Deutschland und China gemeinsame Interessen haben, wo es sehr gute Kooperationen gibt, wo Synergien, wo es Interessensgemeinsamkeiten gibt im Bereich Klimaschutz, wo beide Länder sich zu dem Pariser Abkommen bekennen, im Bereich Technologiepartnerschaft, wo es in China zahlreiche neue Entwicklungen gibt, Start-ups im Bereich E-Mobilität, künstliche Intelligenz, wo es viele Ansatzpunkte für die Zusammenarbeit gibt, aber auch andere Bereiche wie Sicherheitspolitik. Also man sieht, dass es da ein sehr breites Themenspektrum gibt, was die Kanzlerin im Gepäck haben wird und worüber gesprochen wird. China ist für Deutschland jetzt schon zum dritten Mal in Folge der wichtigste Handelspartner. Und es ist nicht nur der wichtigste Handelspartner, sondern für viele deutsche Unternehmen ist China auch der wichtigste Markt. Also in der wirtschaftlichen Verflechtung ist die deutsch-chinesische Zusammenarbeit sehr wichtig. Und auch wenn man im globalen Rahmen schaut, viele oder die meisten globalen Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind nur noch mit Einbindung Chinas zu lösen. Der Klimawandel wurde schon erwähnt, aber eben auch die Reform der WTO, die Neugestaltung des Welthandels, eben sicherheitspolitische Fragen. Also man hat hier eine große Anzahl globaler Herausforderungen, wo China bei der Lösung eine ganz essentielle Rolle spielen wird. Und darum ist der Austausch mit China wichtig. China hat ein ganz anderes politisches System, es hat ein ganz anderes gesellschaftliches System. Also es gibt viele Unterschiede, aber eben auch viele Gemeinsamkeiten, viele gemeinsame Interessen. Und darum ist der Austausch mit China immer wichtiger in Zukunft. Nach 40 Jahren rasanten wirtschaftlichen Wachstums hat man in China eine Industrie aufgebaut. Man hat eine große Infrastruktur im Bereich Bahn, Straße, Flughafeninfrastruktur geschaffen. Jetzt nach 40 Jahren geht man nach außen, man hat die finanziellen Möglichkeiten, im Ausland zu investieren, man hat die Unternehmen, man hat die technischen Lösungen und jetzt geht man mit der Belt and Road Initiative ins Ausland, ist da aktiv, nicht nur im Bereich der Verkehrsinfrastruktur, Belt and Road betrifft auch 5G, Digitalanbindung und China schafft sich da natürlich neue Absatzmärkte, neue Zulieferketten. Und wenn man sieht, welches Volumen das Projekt hat, es wird immer die Zahl von 1 Billion US-Dollar genannt, sieht man, dass das ein unheimliches Potenzial hat und dass das eben natürlich auch politische Formate oder bisher bestehende Allianzen ändern wird und dass da China ein neuer, wichtiger Player auf der Weltbühne wird mit der Belt and Road Initiative. Also für China ist es ein Projekt, was außenpolitisch wichtig ist, aber auch innenpolitisch,
weil es innenpolitisch für die eigene Bevölkerung auch den Aufstieg Chinas, den Wiederaufstieg auf die globale Bühne verkörpert. Aus chinesischer Sicht ist man schon seit 5000 Jahren eine globale Macht mit einer sehr langen Geschichte und aus der Warte, man hat es beim 19. Parteitag gesehen, aus der Warte sieht man sich natürlich auch als Macht im pazifischen Raum. Es hat da in den letzten Jahren eine militärische Aufrüstung gegeben. Auch schon unter der letzten US-Administration, unter Obama, hat die US-Außenpolitik einen sehr starken Fokus auf den Pazifikraum gelegt. Und wenn man da die Zahlen anschaut, durch das südchinesische Meer gehen zum Beispiel 30% aller maritimen Warenströme. Dann sieht man, dass der pazifische Raum global immer mehr in Fokus rücken wird.